Hallo meine Lieben und auch die nächste Netten. Herzlich willkommen zu meinem ersten Mal mit Fights in Tight Spaces. Ist jetzt seit ein paar Tagen, Wochen im Early Access. Heißt, da kann schon noch der ein oder andere Backe drin sein, aber ihr kennt es ja. Und ich habe das Tutorial schon gespielt oder das Training, sagen wir so. Und jetzt einfach die erste Mission und da steigen wir einfach direkt ein. Das ist anscheinend hier unser Hauptquartier, wo wir dann mit unserem Boss immer quatschen können. Also wir sind der schwarze Typ im Anzug oben, also nicht da unten, der obere. But they're back, ja okay, also die nordischen Gangs, die eigentlich besiegt sind, sind wieder da. We've seen a massive increase in smuggling operations on northern European borders, okay. Schmuggeln an der Grenze und es muss aufhören. Klar. Genau, und da, den Restroom, das war, okay, da müssen wir hin. Dann machen wir den Restroom. Wir waren gerade in so einem Boxring im Training, also so wie sie es für ein Training gehört. So, und das ist ein sehr taktisches Spiel. Also das ist wirklich komplett anders als, also klar, wir haben hier auch schon Aufbausimulation schon gespielt und Dorfromantik zum Beispiel, da ging es auch so ein bisschen um Taktik. Aber das hier ist wirklich so eine Kampfsimulation mit so Karten, die wir ausspielen. Und jede Karte kann was anderes. Ihr werdet es im Laufe des Spiels garantiert sehen. Und ich muss versuchen, diese Gegner hier zu besiegen. Und jetzt gucken wir mal. Push bringt uns nichts. Step, ja, ja. Front Kick. Deal 6 Damage and Push. Ejected Target or Advance. Then deal. Okay. Okay. Remove on Play. Okay, das ist dann auch wirklich weg für forever ever. Dann machen wir den nicht. Dann pushen wir den mal aus dem Level raus. Da haben wir den. Haben wir jetzt noch zwei. Also Push können wir immer spielen, wie ihr seht, weil das kostet 0 von meinen Fertigkeitspunkten. Wir haben noch 2 von 3. Counter, wenn er mich angreift. Okay, Emergency Move, Push bringt uns nichts, Step auch nichts. Ich würde sagen, Move One Tile in One Direction bringt uns nichts. Aber, haha, oben dieses rote Ding, was ihr noch nicht seht, ist, da oben kommt gleich ein Gegner rein. Und wenn wir uns rein theoretisch dahinstellen, würden wir den blocken, aber ich habe nichts, womit ich so weit laufen kann. Aber ich kann dahin gehen und Counter spielen. Ich könnte, ja, nee, passt. Und dann beende ich meine Turn. Aber wenn der jetzt reinkommt und mich direkt an mich angreift. Ach, tut er gar nicht. Ah, okay, dann hätten wir den Counter gar nicht spielen müssen. Den haben wir jetzt ein bisschen verbraucht. Weil wir haben hier unseren Discard-Pile. Das sind alle, die wir gespielt haben. Die werden garantiert auch wieder reingemischt am Ende, wenn alle weg sind. So. Show Info beim X. 20 Leben, 20 Leben und 6 machen die jeweils. Slam Target to an ejected wall, edge object, heal 12 damage plus 1 damage per combo count. Wir haben 0 von 10, also machen wir genau 12. Move around target and gain 1 momentum or move 1. Ja, wir können den halt machen. Komm, dann ballert da mal drauf. Ich meine, ja, wir hätten ihn in die Wand hauen sollen. Also merken nicht. Können wir nicht machen. Also merken, nicht sparen an den Karten. Haut das Zeug raus. Dann slippen wir einmal rum und kicken den da rein. Und dann sollte er eigentlich. Dann laufen wir nicht. Sollte er eigentlich von seinem Buddy gleich angegriffen werden. Quick Block, sicher ist sicher. End Turn, weil die Karten kommen eh weg. Ganz genau. Slip, move around, target in game 1 momentum. Also einfach für free. Den können wir erst mit 3 Kombo-Punkten spielen. Wir bekommen Kombos pro Angriff. Und pro Runde verlieren wir auch wieder einen. Also wir haben jetzt noch 1 von 10.
Heißt, wenn wir den erst zweimal irgendwie hauen, was wir nicht hinbekommen, hätten wir rein theoretisch Kommapunkte voll bekommen. Kriegen wir leider nicht. Deswegen boxen wir ihn halt einfach so. Push. Das bringt uns ja. Ah, nee! Hat das Schaden gemacht? Ja, Quickblock noch hinterher. Sicher, sicher. Brauchen wir eigentlich nicht. Der greift uns eh nicht an. So, der hat noch 6 Legen. Wir. So, Patsch. Hä? Ach so. Ich habe nach unten geschaut. Ja, Quick Strike. So, jetzt. Entschuldigung, man sollte auf den richtigen Wert gucken. So, Objective completed. 30. Britische Währung. Pfund. Und New Card. Defeat the Enemies. Kann ich mir die anschauen? Full Replay brauche ich nicht. Ich würde gerne meine neue Karte. Ah, Select Reward. Ich kann jetzt einen Block. Und so baut man sich ein Deck zusammen. Und ich liebe Deckbauspiele. Auch in echt. Ich habe Yu-Gi-Oh! Geliebtes Todes, sage ich euch. Wirklich. Pokémon habe ich nie so wirklich, aber Deckbauspiele göttlich. Auch jetzt diese neuen Sachen. Dominion zum Beispiel. Auch so ein Ding. Liebe ich. Und wir haben auch ein eigenes Spiel. Habe ich schon in Dorfromantik erzählt. Mit dem, der Dorfromantik gemacht hat, haben wir ein eigenes Spiel entwickelt. Da ist auch so Deckbausimulator. Also ist ein Brettspiel. Kein Problem. Auch Deckbau dabei. So, aber schauen wir mal, was wir hier nehmen. Nerve Strike. Deal 4 Damage and apply minus 2 Damage Modifier to the target. Does not trigger Auto Attack. Heißt, wir machen 4 und er macht 2 weniger. Block ist nochmal ein Block. Deals 6 Damage up to 2 tiles away. Maintains Range. Also. Ich muss sagen, keiner reißt mich richtig vom Hocker, aber mir wird Blocken reingerufen. Und dann hören wir doch mal auf die Zuschauer. Wenn ihr schon nicht wie live in die Kommentare schreiben könnt, dann höre ich das auf das, was mich gesagt wird. Tattoo Studio Elway. Aber ich will unten in die Bar. Da gehen wir jetzt in die Gasse. Ach nee, wir kommen gar nicht in die Bar. Ah. Egal. Ah, die kommen auf einmal. Okay. So, also ihr seht, die haben auch Pistolen dabei. Und die schießen in diesen Reihen. Und der andere, der pusht. Ja, genau. 2 Felder und der andere unten ist auch nicht so nett. Dann schauen wir erstmal, dass wir da rauskommen und vielleicht einen in diese Schüsse reinpushen können. Weil ich glaube leider nicht, dass ich, wenn ich einfach nur rausgehe, die sich gegenseitig abschießen, wenn ich da. Also wir werden. Pass mal auf, wir versuchen, den hinter uns zu den anderen Typen hoch zu pushen. Und versuchen, dass die anderen sich. Wir haben nichts zum Pushen. Dadam! Da ist der ganze schöne Plan auch schon dahin. Aber wir haben schön viel zum Blocken. Zum Glück haben wir die Blockenkarte genommen. Warte, ich gehe da hin. Da greift mich nur einer an. Aber ich habe genug Blockkarten. Ich kann nämlich einmal countern. Dann kriegt er nämlich Schaden zurück. Ich hätte auch erst noch den Schaden rausholen können. Obwohl, nee, dann hätte ich Quick Block. Normaler Block. Ich meine, es ist ja egal. Sind ja eh alle weg. End Turn. Genau, Counter. Und die schießen sich wirklich gegenseitig ab. Okay, so geht's. Sie schießen sich wirklich gegenseitig ab. Wir haben es schön gecountert. Versuchen wir das nochmal, dass sie sich abschießen. Das hat gut funktioniert. Vielleicht kriegen wir den Buddy da oben ja auch sogar One Push. Okay, Emergency Move. Okay, brauchen wir nicht. Okay, move one tile. Das würde einmal pushen. Aber wir kommen nicht dahinter. Also gehen wir da eh erstmal safe raus, dass sie sich gegenseitig abschießen. Dann schießen, sind auch die Force-Symbole da. Die werden jetzt angegriffen gegenseitig. Und dann hat er noch 25 Leben. Wir kriegen 10, mit wie viel Kraft dann? 8. Also rechnen wir mal 1 für einen Block rein, also haben wir noch einen Punkt zum Ausgeben.
15 Leben, ja, dann blocken wir, sicher, sicher, weil sonst end turn. Genau. 10 und 15 haben wir noch. Push enemy one tile. Head smash. Dann ist der halt safe. Ne, warte. Show info. Ich mache gerade 13 Schaden. Heißt, wenn ich den anderen long strike, mache ich 14 Schaden. Combo Finisher, den kann ich danach raushauen. Zu dem anderen. Move. Ich krieg keine. Aber dann. Wir machen aber trotzdem erstmal den Long Strike auf den Buddy. Haben wir. Head smashen den da rein. Schön. Ich hatte noch genau ein Leben. So. Slip. Das ist sehr schön, um wegzukommen. Move, Counter, Front Kick, Hammer Fist. 4 und 1 und 6 und ein Push. Ja, okay, ich krieg beide weg. So, ich kann hier den. Und dann den. Und dann ist es auch schon vorbei. Die Alleyway. Getter 5. Ich habe keine 5er-Kombo hinbekommen. Dafür hätte ich 30. Das könnte man einem auch vorher sagen, dass man 5er-Kombo machen soll. Ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe. Wenn ja, tut es mir leid. Okay. Grapple. Move an enemy to an ejected tile within the play. Okay, das ist cool. Ja, wir haben bis jetzt Push Target to the Left. Bis jetzt hatten wir eh nicht so viele Combo-Dinge, um ehrlich zu sein. Wir nehmen auf jeden Fall das, was uns... So, da komme ich leider nicht... Das ist jetzt natürlich blöd. Wir hätten es doch ins Tattoo-Studio gehen sollen. Ja, schade. Zack, rein. Ich weiß nicht, ob es irgendwann so ein Kartendeck-Level gibt, so, hey, du darfst nur 20 Karten mitnehmen und musst dann austauschen. Fände ich ganz cool. Some enemies have Auto-Attack-Ability. The information panel will show up, they have the Overwatch, this icon. Also sobald ich dann in diese, wie bei XCOM 2 oder Empire of Sin, dann in diese Range kommt von denen, greifen die automatisch an, wenn sie dieses Achtungssymbol im Kopf haben. This ability means that they will automatically attack the first time in a movement. Ja, genau. Habe ich gerade erklärt. This includes other enemies. Heißt, wenn ich andere reinhau. Schöne Sache. Be careful. Even once they have used the auto-attack, enemies may still be able to attack normally on the turn as well. Und da hinten gibt es anscheinend schön was zu snacken. So. Also. Der oben, also der an der Wand, der hat Auto-Attack auf dem Feld da unten. Der rechts von uns hat, glaube ich, auch Auto-Attack. Aber wir können uns hier schon mal schön rausslippen für den Anfang. Aber schauen wir mal, ob wir... Wir können noch wen pushen. Shift. Move, pass a target. Ich könnte hier... Und den dann rein. Das ist schon mal gut. Den. Dann den da rein pushen. Dann Auto-Attack. Maintain. Okay. Machen wir mal so. Wir slippen da auf jeden Fall mal raus. Block. Gut. Kostet. Push Enemy One Tile. Okay. Kostet eh nichts. Können wir uns noch. Hammerfist. Komm, hauen wir mal raus. Haben wir nämlich, das funktioniert leider. Ich habe nämlich geschaut, ob ich jetzt nochmal darüber gehe und den herunter pushe, aber dann passiert, glaube ich, nichts. Deswegen, wir nehmen den sicher mal mit, dem Push. Dann wird der jetzt auch gleich angegriffen. Ja, dann hauen wir den Block noch raus und dann beenden wir die Runde. Okay, also der obere wird angegriffen. Also wenn ich nach hinten weggehe, verstehe ich es jetzt, werde ich automatisch angegriffen. Die Sache ist, wenn ich nach rechts gehe, seht ihr es auch, werde ich auch angegriffen. Heißt, ich muss versuchen, da irgendwie Dash. Q.
Quick Kick. Okay, ich kann den wegpushen. Und wenn ich den in den anderen Buddy reinpushe. Okay, das hat schon gezählt. Okay, wow, das hatte ich nicht erwartet. Aber ich werde von hier nicht mehr angegriffen. Also ich kann Long Strike, ich kann Quick Strike. Ich habe noch 2 Punkte. Ja, so mache ich am meisten Schaden. Weil ich will auch lieber sicher irgendwelche Leute killen, weil es ist einfacher, 3 zu managen als 4. Und der Combo finde ich. Okay. 8 plus 2 mal Combo. Heißt, wenn ich es jetzt richtig sehe, 3er Combo. 6, also mache ich 14 Schaden mit dem. Und das reicht für den unteren 14. Dann fehlen bei dem noch. Da fehlen dann aber nur, weil ich, wenn ich noch ein Combo mache, mache ich ja 16 Schaden, fehlen noch 5 unten. Also wenn ich den unten weggeprügelt bekomme. Mal schauen. Move or pass attack. Okay, das ist schon mal schön. Dann kommen wir da raus im Zweifel. 1 einplanen. Heißt, wir haben noch 2. Front Kick. Die Sache ist, wenn ich den angreife, dann greift der mich automatisch, glaube ich, an. Wir machen mal Quick Block. Kostet uns nichts. Sicher ist sicher. Ich meine, Quick Block. Front Kick. Ist er dann aus dem Level draußen? Wir probieren es aus. Nein, ist er nicht. Aber er hat noch 11. Ja, wir machen den Safe weg. Combo Finisher weg. Combo Finisher verbraucht. Die Sache ist, schon mal die Info, der hat nur noch 7. Aber wir haben nichts. Ja, dann shiften wir. Safe shiften wieder raus. Ja, Block kommen einfach, weil wir es können. Brauchen wir eh nicht. End Turn. Okay, also, nach rechts können wir nicht, das Autoangriff, da auch, Counter, das ist schon mal sehr schön, damit könnten wir rein theoretisch, wenn wir angegriffen werden, pass mal auf, Show-Info, der greift mich mit 4 an, mit 4, der andere mit 8, heißt, wenn ich den Counter reinhau, dann könnte ein fairer Tausch sein, aber schauen wir mal, wir haben keine Wand in der Nähe, wir machen den Counter. Maintain Range. Ja, aber wir gehen da noch. Wir slippen da noch vorbei. Und nicht vergessen, wir wollen auf jeden Fall noch den Koffer noch einsammeln. Ach, der kriegt ja immer 5 Blocks. Oder meistens. Quick Kick. Okay. Schon Info. Wenn wir da hinkommen, können wir ihn quick rein. Ja, komm, erstmal Quick Block. Quick Block ist eine sehr schöne Karte. Ist immer 6 Verteidigung, kostet nichts, kannst immer raushauen. Direkt, direkt. Quick Block, sehr schöne Sache. Okay, ich kann halt nur. Ich werde von dem ja angegriffen. Aber wenn ich den rauspush, kann er mich nicht mehr angreifen. Und dann steppe ich noch ein Feld weg. Ja, komm, Block. Und End Turn. Oh, jetzt haben sie mich richtig fett an den. Ah ja. Front Kick. Und dann Combo Finisher. Mach den weg. Hat nicht gereicht. Egal. Dash. Ja, ich will eigentlich. Wir bewegen uns mal nicht viel. Weil bevor wir nämlich, der Koffer ist weg, das wären unsere 30 Pfund gewesen, ich wette. Ich weiß eh nicht, wofür wir, ich weiß eh noch nicht, wofür wir das Geld brauchen, deswegen finde ich das jetzt gerade noch gar nicht so schlimm. Aber andere werden sich wahrscheinlich jetzt voll schon aufregen, so was? Quick Strike, dann wäre da oben weg, 2 tiles away. Also dem einen muss ich unten 7 machen.
dem anderen 6. Ja, komm, machen wir den mit dem weg. Den mit dem weg. Ja, das wären die 30 Dollar Pfund gewesen. So. Stun. Oh, das ist cool. Taunt. Force an enemy to act immediately. Okay, er muss mich direkt angreifen. Ist cool, um es zum Beispiel zu kombinieren mit dem Konter. Nicht schlecht. Stun finde ich aber auch sehr, sehr cool. Vor allem, wir machen 6 Schaden. Machen einen Stun. Wir nehmen safe den Stun. Push. Wir nehmen safe. Kombo-Karten, ich muss ganz ehrlich sagen, Kombo-Karten finde ich bis jetzt nicht so cool. Muss ich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ich wäre so gerne über die Bound des Medical gegangen. Ah, warte, wir können uns hier View Deck. Okay, das sind unsere ganzen Karten, die wir haben. Aber da steht noch nichts von Maximum oder so. Fände ich aber ganz cool, wenn das mal kommen würde und man nicht einfach Upgrade Cards. Remove Card. Remove a Card. Bei Medical hätte ich Leben wiederbekommen. Dann hätte ich nicht mehr 36. Ne? Und mit diesem Geld kann ich jetzt Sachen kaufen. Für 80 kann ich nämlich jetzt eine Karte aus meinem Deck rauswerfen, die ich nicht mehr will. Hier kann ich mir einen Block kaufen. Hier kann ich mir einen Push kaufen. Kombo geht nicht. Und Upgrade Cards. Was ist Upgrade Cards? Achso, ich kann... Ich kann, okay, ich glaube, das machen wir, weil Step, Combo Finisher, wie gesagt, habe ich schon, finde ich nicht so gut, können wir eh nicht kaufen. Push, ganz nett, aber irgendwie ist es immer bloß von hinten und ich stehe ganz, ne? Wir upgraden Safety Karten oder eine Karte, glaube ich. Und die kosten jetzt auch alle. Also, was können wir machen? Wo steht dabei, was ich upgrade? Ah. Push und 6 Damage. Okay, jetzt reden wir. Was mache ich denn häufig? Blocken. Ich blocke vor allem der Quick Block. Den Quick Block hauen wir immer raus. Ich meine, der kostet 0. Kann ich nicht upgraden. Ah, man kann nur die oberen Sachen, wo schon der Preis... Nee, ich bin View Deck. Sorry. Jetzt. Quick Block. Die Steuerung ist gerade ziemlich schnell hier drin. Quick Block. Schon mal nicht schlecht. Schauen wir uns aber die anderen Nuller noch kurz an. Stun finde ich nämlich auch gut. 9 Damage. 2 Stun. Okay, das ist schon stark. Das ist schon stark. Kann ich auch zweimal upgraden? Das. Weil ich habe 80. Ich könnte jetzt 30 und einen 50er machen. 50 gibt es hier, glaube ich, nicht. Aber dann könnte ich zum Beispiel 2 30er machen. Finde ich auch schon nicht schlecht. Wir nehmen den Quick Block mal. Ich kann noch kaufen. Ah, sehr schön. Ah, wir können Stun Dart nicht. Der hätte 120 gekostet? Okay, dann können wir eh nur noch die drei hier. Step, Step, Slip, Step, Long. Mach mal Slip. Oh, kostet dann keine aus. Das ist stark. Long Strike macht halt mehr Schaden. Aber, ey, mal sorry, aber kein Momentum mehr zu brauchen, ich finde das sehr stark. Deswegen nehmen wir den auf jeden Fall. Das, okay, da kann man das Deck so ein bisschen bauen. Finde ich sehr, sehr cool. Man könnte alles machen. Ich könnte auch noch die, krass. Das nicht. Okay, krass. Cool. Und da oben sehen wir es auch wieder, wenn ich jetzt unten rumgehe, also wenn ich, oben gibt es ein Event, dann muss ich über die Alleyway gehen, aber wenn ich nach Parking gehe, könnte ich dann rein theoretisch mich im Gym schon wieder trainieren. Und wenn ihr euch gefragt habt, wie das Trainingslevel aussieht, das war genau so eine Gym-Arena, aber zack, rein. Ey, ich mag das Spiel. Ich mag das wirklich. Enterhaken. Okay, der... Ist ein Flammenwerfer, Entschuldigung, Schweißbrenner. Okay, also, der oben schießt eine Lane nach da oben, also hier, seht ihr, der andere, aber nur 3. Und beide, der unten hat eine Alarm-Auto-Attack so ungefähr. Aber, schaut mal, da ist direkt der Quick-Block, der uns vor den 4 angehenden Schaden schützt. Hauen wir ihn raus, wir haben ihn ja... Die Karte ist genial. Die Karte ist... Das ist die... Ja.
Ey, wenn ich aufgelevelte Quickblocks hätte, ich würde die ganz normalen Blocks fast alle raushauen. Aber soll ja jeder spielen, wie will. Long Strike bringt mir nichts. Dash. Okay, ich könnte vor ihm fliehen. Okay, ich kann eh nur drei davon machen. Head Smash. Ich bin an keiner Wand. Dann kann ich eh nur die drei machen. Dann hauen wir schon mal den Counter rein. Long Dash. Wir können ihn. Ja, dann pusht er mich da weg. Ist in Ordnung. Ja, und dann. Lassen wir mal hinten frei, um uns vielleicht ein bisschen Bewegungsfreiheit nach hinten noch ein bisschen. Okay, der Schütze, der bewegt sich nicht. Aber wir haben einen Push. Und dann pushen wir da rein in den Auto-Attack. Und da kommt der Schuss. Noch nicht. Aber er kommt gleich. Er kommt gleich. Okay, schön. Wir haben noch 3 von 3. Was können wir noch machen? Wir können blocken. Okay. Quick. Grapple. Quick pushen den dahinter. Weil dann ist der oben so viel so ein bisschen. Nee, nee, nee. Wir schieben den da nicht raus. Nee, nee, nee. Haben wir noch Block rein und beenden die Runde. Ja, da kommt der andere nämlich nicht mehr zu mir, der nette Kollege. Okay. Jetzt gucken wir mal. Slip. Ich weiß nicht, ob. Ah, stun. Wen wollen wir denn stunnen? Ah, ne, stun Dart. Wir können Schützen weg. Aber greifen die anderen mich denn direkt an? Ich bin mir nicht sicher. Okay, Slip kostet nix. Combo Finisher kriegen wir eh nicht hin. Doch. Mit Deal Dam. Und den würden wir hinbekommen. Dann machen wir mal. Ja, okay, okay. Das war nicht so schlau. Wir hätten zuerst das machen sollen. Aber wir kriegen zumindest Quick Strike, dann ist der weg. Und Combo Finisher auf den. Dann kriegt er auch nochmal ordentlich Fratzen geballert. Wir können noch slippen, dass der uns nicht angreift. Blocken. Und End Turn. Ah, der andere hat halt 42. Hä? Stun? Okay. Erstmal Quick Block reinhauen. Erstmal Quick Block reinhauen. Gut, dass wir ihn aufgelevelt haben. Hey, wirklich. Okay. Front Kick. Push. Nee, ich will. Ich muss hier raus, auf jeden Fall. Ich musste da auf jeden Fall raus. Sonst. Aber den kann ich nicht angreifen. Ich glaube, ich kann sogar gar nicht mehr machen. Ich bin da ziemlich. Ja. Lass ihn halt nur abschießen. Ich meine, es ist ja nicht schlecht, ne? Also. So, Standard. Der da unten. Komm, machen wir den mal auf den da. Und dann müssen wir hier noch raus. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir kommen for free da raus. Und grabbeln den Kollegen dahin. Und jetzt wird der Quick Kick, Show Info, 8. Nö, das wollen wir gar nicht machen. End Turn. Wir lassen ihn von seinem Buddy erledigen. So, jetzt müssen wir den nur noch Slip, dass wir da rauskommen. Head Smash an die Wand. Der hat leider halt abnormal viel Block. Longs, ja, machen wir halt drauf. Block rein. Bringt Push was. Hat er gerade viel Schaden genommen? Ja, okay. Nö, ich habe ja genug Block. Ich bleib da stehen. Quick Block. Damit kann ich auch schon wieder stehen bleiben vor dem Buddy. Weil der macht ja nur 10. Ich habe schon wieder 12. Combo Finisher.
Kriege ich irgendwie ein Combo hin? Nein, kriege ich nicht. Ja, komm, 8. Vielleicht reicht es mit dem Push gegen die Wand. Ja, hat gereicht. Ich glaube, ein Push in 8, okay. Ich glaube, ein Push bringt immer 4 Schaden, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay. Ich glaube, die Karten könnten cool sein. Dodge. Move 2 tiles in any direction. Force enemies who are previously targeting the player to attack immediately. Don't lose combo from movement this turn or next. Und Combo Counter plus. Add 10 block. Deal 8 damage. Okay, das ist der improved Counter mit richtig viel Block und richtig viel Schaden, wenn ich angegriffen werde. Hier verlose ich aber keine Combo-Punkte, was auch schon mal nicht schlecht ist. Und Dodge, Move Turn, ja, finde ich jetzt nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das gefällt mir sogar besser, der Combo-Counter, weil... Okay, ich wollte gerade sagen, ich will das Event mitnehmen, aber wenn wir da unten lang gehen mit Parking, Medical, kriegen wir da auch ein Event. Deswegen gehen wir unten lang. Hallo? Was habe ich? Ah, nee, war schon Parking. Entschuldigung. Das ist ein schönes Spiel. Oh, jetzt sind sie orange. Damage up. Heißt, die machen jetzt richtig viel Schaden? Die machen 8. Ey, ich darf echt nicht, ich kann 2 Treffer kassieren. Deswegen erstmal den Quick Block. Ja, so schnell ist 12 auf einmal gar nicht mehr so viel wert bei 8. Das ist einer, der jetzt Head Smash Grappler. Okay, Step. Head Smash kann ich nicht machen. Front Kick. Ich kann die ineinander kicken. Was gut ist. Kriegt er nämlich. Ah, 2 Schaden sind es übrigens. 2 Schaden und der hintere hat 4 bekommen. Ah, okay. Ich hab gehofft, dass der hintere vielleicht einen Zweierangriff hat, also über 2 Felder. Hätte den anderen jetzt noch angegriffen. Okay. Push. Dann wäre der zumindest schon mal weg. Shift. Shift. Da vorbei. Push den da rein. Dann wird er von dem einen angegriffen. Slip darüber. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Aber dann kann ich... Doch, das machen wir. Und Quick Kick da rein. End Turn. Dann greift ihr den da oben an. Ja, läuft. Die Runde läuft gut. Bis jetzt. Combo Counter. Da ist er. Info. 9. Ah, okay. 8. Okay, wir haben 2 Kombos. Warte. 20... Wir haben dann 18 Block und wir werden mit 20 angegriffen. Vielleicht sollten wir doch einen wegmachen. Hauen wir die Counters rein. Okay. Okay. Und... Ja, 2 Damage. Oh, da kommen sogar noch neue Kollegen. Standard. Ich werde mit... Ach, die kriegen pro Runde mehr Angriff. 8, 9, 10, 11. Also pro Runde machen die... Okay, das ist krass. Standard auf den da oben. Long Strike hinterher. End Turn. Alter, die machen jetzt 12 Damage. Heidewitzka. Heidewitzka, das ist krass. Long Strike, dann kriegen wir den weg. Wir können ihn noch einfach wegpushen. 10 Block, Show Info. Der andere greift erst nur mit 9 an. Das ist okay, dann können wir den Combo Counter reinhauen. Wir pushen ihn trotzdem weg, sonst haben wir ein Problem. Aber wir setzen den Long Strike trotzdem drauf. Den anderen... Das sollten wir nämlich, ganz genau. Wir haben nämlich gerade einen hohen Combo-Counter. Wir haben hier 5 oder 8 sogar schon. Ich brauche mein Combo-Ding. Dann sind die 7 und 3. Okay, die sind weg. Ja, safe, die sind weg. 4 plus, oh, der macht einfach 12. Und tschüss.
kaum Quick-Kick, ist ja egal. Alter. Ja, Block und Turn. Soll der Buddy mal zu mir kommen? Quick-Block, weil wir es können. Standard, weil wir noch weit genug weg sind. Quick-Strike geht nicht. Ah, dahin zu steppen. Ah, der ist gestunt. Er kann nicht angreifen. Dann machen wir noch hinterher. End turn. Oh, jetzt Combo. Da ist er, der Combo-Finisher. Machen wir direkt drauf und dann ist er weg. Complete the level. Was hätten wir bekommen? 2 Maximum Combo. Dann hätten wir 12 sammeln können. Aber wir haben wieder 30 Geld bekommen. Okay. Counter. Swap. Oh, Swap. Maintain Combo. Don't lose Combo from this turn. Counter. Ich glaube, wir nehmen Swap. Swap plays with an agent. Und wir kriegen noch ein Combo. Medical. Wir nehmen Medical. Heal. Increase. Ah. Fuck. Wir haben nur 30. Das ist böse. Liebe Leute, das ist böse. Dass ich mich für heilen bezahlen muss. Und ich hätte halt eh nur 15 Health für 40 bekommen. Das ist harter Tobak. Und jetzt können wir auch nicht ins Event. Ich hätte gerne Event. Parking und Event. Das machen wir jetzt. Safe. Wir beeilen uns mal vielleicht ein bisschen. Okay, also das sind alle, die alle... Okay, die kriegen alle so ein bisschen... Rüstung. Der hat 60 Leben, Alter. 60. Und kriegt auch noch jede Runde 4 Rüstung. Das, also so viel zu, wir beeilen uns mal. Das wird ganz lange brauchen. Das wird ganz schön lange, das sage ich euch. Das wird lange brauchen. Das wird, ey, die kriegen pro Runde Rüstung. Der, Alter, das wird, Combo Finish, den kriege ich vielleicht schon hin. Ah, wir können swappen. Dann wird der angeschossen. Und wir haben Combo hoch und wir können Combo Finish. Show Info. 21, an der Welt mit 10 abgeschossen. Die Sache ist, wollen wir erst noch... Das wollen wir machen. Ja, das reicht ja schon so. Ich muss den Combo-Finisher gar nicht. Ach, der hat ja Combo gekostet. Ach so. Ja, dann machen wir noch den Counter. Sicher ist sicher. Und End Turn. Ah, da brauche ich ihn ja gar nicht mehr. Der 60er-Buddy gehört zu uns? Aber der hat gerade den anderen. Ich glaube, das ist ein Rowdy. Ich glaube, der greift immer alle an vor sich. Der greift auch 3 Felder an, oder? Ja. Oder nee, die 2. Dieses, alles, was grau ist, glaube ich, greift der an. 12 Schaden in diesem Bogen, wenn das macht. Und kriegt... Okay. Cannot be downed. Gut, die Fähigkeit haben, oder irgendwas haben wir noch nicht. Okay, wir müssen da raus. Wir müssen da... Aber hallo, müssen wir da raus. Wir haben nichts, um rauszukommen. Aber wir können den hinten ins Totschutz schubsen. Ey, das nehmen wir safe mit. Shift. Ey, wir schubsen den safe in den Tod da hinten. Combo-Counter. Aber wir können auch uns rausshiften. Aber wir können auch beide Blocks reinhauen. Jetzt kriegen wir nämlich auch Combo. Das geht nicht. Wir hauen uns beide Combos rein. Beide Blocks. Und Combo-Counter. Weil dann... Geben wir dem auch direkt mal, Achso, der andere schießt. Ah, das habe ich vergessen. Achso. Ja, okay. Anfängerfehler. Oh, der andere schießt ihn ab. Quick Block. Garantiert kein Standard. Wir dashen da raus. Ah, wir hätten ihn noch Front kicken können erst. Egal, Standard drauf. Doch, geht noch. Aber dann gehen wir wieder hin.
Egal, der ist eh gestunt. End turn. Ach, der andere hat ihn nicht ausgewählt. Quick Block. Show Info. Der oben hat noch 4 Leben. Okay, kommen wir zu dem hin. Aber so kriegen wir den weg von uns auf jeden Fall. Und den hinterher. Block drauf. End turn. Combo Counter. Push. Dann wäre. Ne? Swap. Okay, dann wären wir hinter ihm. Ah, dann können wir nicht mehr. Push. Ah, nee, warte. Wir stehen ja nicht neben ihm. Wir können ihn gar nicht head smashen. Nein. Ah, doch. Ist okay. Ist ein Zweifel okay. Standard. Können wir nicht. Quick Strike. Front Kick. Kommen wir zumindest weg. Counter. Und dann können wir den Standard hinterher werfen. Und rein theoretisch können wir noch hinmoven. Das machen wir. Weil dann kommt er uns nicht näher und dann können wir ihn vielleicht endlich mal in den. Ja, Combo Finisher. Was A sehr gut ist. 8x2. 16, wir machen halt 24 Schaden. Was? Nein! Nein! Ich wollte auf Info. Nein! Scheiße. Ich wollte euch das Event zeigen. Ah, ich bin so unglücklich. Was ist, wenn ich Continue mache? Oh, wir sind im Menü. Ah, ich bin so unglücklich. Verdammt. Ja, sorry. Es tut mir leid. Oh Mann. Ja, schade. Dann habt ihr wenigstens selber was zu entdecken. Ja, machen wir es kurz und knapp. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Mir hat es gefallen. Ihr habt es gemerkt. Ist ein cooles Spiel. Early Access nicht vergessen. Macht echt viel Spaß. Das mit dem Deckbauen finde ich auch ganz cool. Das Heilen fand ich nicht so cool, dass es so viel kostet. Ansonsten, ich glaube, wenn man Deckbauen noch mehr Möglichkeiten hätte, fände ich sogar noch cooler. Aber es liegt daran, weil ich Deckbau auch sehr liebe. Also wenn man da viel mehr krasse Sachen machen kann. Er sagt, hey, man hat nur 20 Karten und baut er sich wirklich so zusammen, wie man es will. Klar, man hat vielleicht irgendwann mal dieses Überdeck und gar nicht mehr das Problem mit, ne, auch mal schlechte Karten, um damit zu haushalten zu müssen, wäre es vielleicht auch nicht so toll. Aber mach was kurz und knapp. Schön, dass ihr, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie blöd ich mich jetzt am Ende angestellt habe, dass ich euch das nicht mehr zeigen kann. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, nicht vergessen, immer alle Quests beim Barkeeper anzunehmen. Macht's gut. Ciao. Oh Mann. Perfekt.